La 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 la. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 18 in der Köln-Karriere. Wir befinden uns in der letzten Folge für diese Woche und wir befinden uns nach dem Pokalspiel gegen Pauli, nachdem wir 4:0 gewonnen haben und in der nächsten Runde Meuselwitz bekommen haben, den absoluten Pokalschreck. Diese Saison haben es aus der Regionalliga bis ins Viertelfinale geschafft und wir befinden uns kurz vor dem letzten Spiel in der Hinrunde gegen Hertha BSC Berlin. Werden wir Herbstmeister? Ja oder nein, das entscheidet sich heute. Ich wäre gerne Herbstmeister, denn Herbstmeister sein ist schön. Und wir verlieren gegen Holstein Kiel mit unserer Reserve 4:2. Holstein Kiel ja auch weitergekommen. Aus der dritten Liga. Und unsere zweite Mannschaft nicht so gut. Wir sehen Sky. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute. Ich denke, wir werden keinen Winterpausen-Stream machen. Sky verkaufen? Ja, nein. Ich bin auf jeden Fall für ja, dass wir ihn verkaufen. Er hatte schon den Wunsch geäußert, dass wir, wenn wir ihn verkaufen, an Berlin verkaufen. Ich denke, Berlin wäre auch eine schöne Adresse für ihn. Sie spielen zwar mit keinem defensiven Mittelfeldspieler, aber er passt da auf jeden Fall ins Mannschaftsgefüge rein mit seiner 74 und er kann ja auch zentral spielen. Also wenn er da vielleicht sich ein bisschen einspielt oder wenn wir ihn verkaufen und er auf jeden Fall, er hat ja eine 77 eigentlich. Wenn er da moraltechnisch besser ist, vielleicht ändert Berlin ja sogar die Taktik und spielt da mit Sky. Schauen wir. Wir werden gucken, wie viel Geld wir da für ihn rausbekommen und ich möchte den Wunsch auf jeden Fall eingehen oder auf den Wunsch eingehen, dass wir ihn an die Hertha verkaufen. Wenn wir ihn verkaufen und ich wäre auf jeden Fall für ja, weil ist einer der Spieler, den wir auf jeden Fall nicht mehr brauchen werden. In der Saison hört sich hart an, aber das müssen wir nun mal machen. Wir haben so viele Talente und das würde natürlich dann für Hildebrand den quasi den Weg ebnen, in der dritten Liga mit seiner 70 auch nochmal zu spielen. Wir werden einige von euch verkaufen müssen, gar keine Frage. Wir haben noch so viele Leute in der Pipeline. So viele. Und ich muss mich mal wieder dringend um die Jugend kümmern. Werde ich machen. Wir haben auch wieder neue Leute, glaube ich, hier. Maximilian Keller ist einer der neuen. Ja, ist ein neuer Jugendspieler, auch ein 8-Sterne-Talent. Ja, wir haben vor allen Dingen krass viele Verletzte in der zweiten. Wir haben heftig viele Verletzte in der zweiten. Also in der B-Jugend meine ich, nicht in der zweiten. In der zweiten Jugendmannschaft. Gut, Leute, wir sind vor dem Spiel gegen Berlin. Wir haben hier noch einen Medienbesuch. Sind wir mal nicht einverstanden direkt vor dem Spiel. Holstein Kiel, Gräber und unser Impact Junior wieder mit einem Tor. 21 Spiele, 18 Tore. Der destroyed da die dritte Liga absolut. Krass, krasser Typ. Nächste Saison wird da auf jeden Fall auch eine Laie bei rausspringen für ihn. Muss eine Laie für ihn drinne sein. Heftig. Heftig, was wir da haben. Ich glaube, wir gehen auch direkt rein in die Partie. Wir werden so spielen wie im Pokal. Mit der Mannschaft hat ja wieder besser funktioniert. Das Ganze, Oliver Torres immer noch in der Form von 16. Der Typ, der ist einfach nur krass. Wie lange der einfach seine Form halten kann. Ich habe, glaube ich, fast noch nie einen Spieler gesehen, der so lange auf so einem hohen Niveau spielt oder so eine krasse Form halten kann wie Oliver Torres in dieser Saison. Verrückt. Einfach verrückt. Wir nehmen noch Ulrich mit wieder auf die Bank. IB nehmen wir mal Draxler mit. Ja, würde ich sagen. Gehen wir rein ins Spiel. Und wir nehmen mal für Schulz, nehmen wir mal Stenzel wieder mit. Gehen wir rein ins Spiel gegen die Hertha. Letztes Spiel, diese Hinrunde. Und heute entscheidet sich, werden wir Herbstmeister, ja oder nein. Gehen wir rein, bis gleich. So Leute, willkommen zum letzten Spiel dieser Hinrunde. 17. Spieltag, auswärts in Berlin, auf in die Hauptstadt. Haben wir uns gedacht, schöne Palette 5-0er wieder im Anschlag. Und Berlin startet hier über Darida direkt mal mit der ersten Möglichkeit. Gunaik köpft schulmäßig, Baumann taucht ab, begräbt den Ball unter sich. Guganik heißt er, begräbt den Ball unter sich. Und Baumann hat ihn, sehr schön. Hector setzt zum Flachschuss an, gerät wie zur Bogenlampe, verfehlt das Ziel aber am Ende deutlich. Und heute entscheidet sich wirklich, werden wir Herbstmeister, ja oder nein. Wenn wir heute patzen, dann haben wir, glaube ich, sogar zweimal in Folge in der Liga gepatzt. Das wäre echt nicht schön. Iona macht hier das 1:0 für Berlin. Das war
unerwartet. Sehr unerwartet. Hector mit dem Fehler und bringt hier den Stürmer ins Spiel. Das kam echt unerwartet und die Noten sprechen wieder Bände und sind wieder extrem scheiße. Wir müssen jetzt wieder einem Rückstand hinterher. Dembélé wird steil geschickt. Will an Günther vorbeigehen, bleibt zunächst hängen, holt sich das Dingen aber wieder. Spielt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Dadaschow. Guganik kann den Schuss gerade noch so zur Ecke abblocken. Und das wäre jetzt mal echt scheiße, wenn wir hier heute wieder auf den Sack bekommen. Selke nach der Ecke will am kurzen Pfosten verlängern. Guganik ist einen Moment eher am Ball. Ecke von Weiser wird geklärt von ihm. Und wir müssen uns jetzt echt zusammenreißen. Wir müssen uns echt extrem zusammenreißen, dass wir das hier noch drehen. Denn Berlin kann jetzt einfach hinten mauern und oder das Spiel weitermachen, so wie sie es gerade machen. Ja, und ist hier absolut in einer besseren Position. Und Roberts, der im Abseits steht, wird perfekt 2:0 für Hertha. 2:0 für Hertha. Und es ist ein Rätsel. Es ist ein absolutes Rätsel, was momentan mit der Mannschaft in der Liga los ist. Wir kriegen ja in der Liga gar keinen Fuß momentan auf den Boden. Also zumindest die letzten zwei Spiele nicht. Pulisic im Strafraum, Selke steht goldrichtig, trocken, schiebt da ein. Ja, sehr schönes Ding. Anschlusstreffer, 2:1, Davy Selke. Kommt, Leute, reißt euch zusammen. Reißt euch bitte zusammen jetzt. Dadaschow wehrt eine Flanke aus kurzer Distanz mit der Hand ab, kriegt dafür die gelbe Karte. Aber bitte, Leute, reißt euch zusammen. Da kam der Anschlusstreffer, bringt uns noch nicht so viel, aber wir sind wieder im Spiel. Ja, wir geben uns nicht auf. Und so eine gute Aktion haben wir gebraucht. Ist für die Moral auch unendlich wichtig in dieser Partie. Oliver Torres legt den Ball zurecht, läuft an, am Tor vorbei. Immer diese Dinge aus dem Nichts. Immer diese Elfmeter-Texte aus dem Nichts. Ist echt verrückt und er macht ihn natürlich nicht rein. Verrückt. Echt verrückt. Nochmal eine Möglichkeit für uns. Kurz vor der Halbzeit. Wir jetzt auf jeden Fall stärker, haben mehr Möglichkeiten hier. Kopfballverlängerung aus dem Mittelfeld, schläft Guganik. Oliver Torres kann alleine auf Jahrstein zulaufen. Guganik setzt aber nach und hindert in höchster Not noch am Abschluss. Also Oliver Torres am Abschluss. Defensive Leistung schon wieder unterirdisch in diesem Spiel. Kann man echt so sagen oder muss man so sagen. Co-Trainer kann wieder entscheiden. Motiviert hier die komplette Offensive. Hier wird komplett die Offensive motiviert. Ihre Spieler denken, dass sie das Spiel noch herumreißen können. Wir gehen direkt weiter in die zweite Halbzeit. Sagen der Mannschaft nochmal, dass sie draufgehen soll. Und hoffen einfach nur das Beste. Wir lassen unsere Leute auf der Bank auch schon mal aufwärmen. Schönes Kombinationsspiel. Über verschiedene Stationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld. Dembélé wird aber von Guganik bedrängt. Ey, dieser Guganik, der macht da ja alles. Der macht da ja alles. Die Defensive von Berlin rettet denen heute sowas von den Arsch. Heftig. Selke bedient Dadaschow klug per Kopf. Der bisher unauffällige Stürmer alleine vor Jahrstein setzt den Ball aber neben das Tor. Das kann er auf jeden Fall besser. Das kann er besser. Nochmal die Möglichkeit. Wir mahnen mal zur Konzentration auch. Selke hat sich davon gestohlen, erhält eine schöne Steilvorlage von Oliver Torres, spielt clever in den Rücken auf Pulisic, der will an Jahrstein vorbeischießen, verzieht aber kläglich. Leute, was ist denn los mit euch? Wir sind jetzt voll konzentriert. Wir machen ein gutes Spiel, wir haben gute Möglichkeiten, aber uns fehlt wieder die letzte Aktion. Diese letzte Aktion, durch die der Ball ins Tor geht. Freistoß Oliver Torres. Schaut kurz, schießt dann den Freistoß in den Winkel. Oliver Torres. Da reißt es halt wieder Oliver Torres raus mit einem wunderbaren Freistoß. Wir wechseln direkt nach dieser Aktion. Mitchell Weiser geht raus. Wir bringen Stenzel rein und wir bringen auch Julian Draxler rein für Pulisic. Machen wir da den Doppelwechsel. Zwei Leute mit nicht so guten Noten raus. Zwei Leute, zwei frische rein. Und wir kommen. 2:2. Wunderbar. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, gut gemacht oder weiter so, weil ich hoffe oder ich glaube, dass wir dann auf der Bank landen. Auf der Tribüne. Von der Hertha ist nicht mehr viel zu sehen.
Wir haben jetzt hier die Kontrolle momentan. Ist auch gut so. Ich hoffe, wir können das hier noch drehen. Hertha jetzt aber nochmal mit der Möglichkeit. Der Rieder mit der nächsten Ecke. Kein Problem für Baumann. Schnappt sich das Leder. Sehr, sehr schön. Probier jetzt wieder. Wir sagen mal Konzentration. Wir mahnen nochmal zur Konzentration. Ich hoffe, die Mannschaft nimmt das auch so auf. Und vielleicht klares Handspiel von Guga Nick. Es gibt Elfmeter. Wir haben den Elfmeter, Leute. Wir können das Ganze hier jetzt rumreißen. Komm schon. Elfmeter. Draxler legt sich mal zurecht, läuft an. Tor. Jawohl. Nices Ding. 2:3, Spiel gedreht. Weiter so, Jungs. Kurz vor der Tribüne ist mir scheißegal. Berlin hat keine Ideen mehr. Glück für uns. Da hat er schon von Jedwai, gerade mit gelben Karten. Boah, ist das ein Spiel schon wieder. Meine Güte. Jedwai sieht gelb. Grobes V-Spiel im Mittelfeld. Defensive heute nicht so on point. Echt nicht. Stenzel auf jeden Fall besser. Und Draxler auch auf jeden Fall besser. Also die beiden Einwechslungen waren gut. Wir holen jetzt nochmal für Jedwai, würde ich sagen, Ulrich rein. Nochmal einen Defensivwechsel. Offensiv brauchen wir keinen auswechseln. Kostic kommt hier rein. Bei Berlin. Wir machen nochmal hier den Defensivwechsel. Wir sind kurz vor der Tribüne. Wir sagen jetzt gerade mal nichts. Die Mannschaft schafft das auch so. Und da wird nochmal der Stürmer ausgewechselt. Also hier sieht man deutlich, wir wollen eher defensiver jetzt frisch sein und Berlin wechselt nochmal in der Offensive. Eieiei. Oh, Rot wäre da die richtige Entscheidung gewesen für Dupont. Eieiei. Also da nochmal mit dem Glück, dass wir hier nicht in Unterzahl spielen. Wir sagen jetzt mal, wir sind immer noch kurz vor der Tribüne. Ich will noch nichts sagen, weil ich will nicht auf die Tribüne verbannt werden. Nicht schon wieder. Ah, nochmal. Wir kriegen ja nochmal die Möglichkeit. Hector spielt den mitgelaufenen Selke frei. Dessen Flachschuss geht nur knapp neben den linken Pfosten. 2 Minuten werden nachgespielt. Das erscheint viel. Ist nicht so viel passiert. Fans strömen schon zum Ausgang. 1 Minute, 2 Minuten Schlusspfiff. Boah, Leute, wir haben es geschafft. 2:3. Wir haben das Spiel gedreht. Glücklich, dass wir nochmal einen Elfmeter bekommen haben. Nehmen wir aber mit Selke, Torres und Draxler mit einem Tor. Super geiles Ding. Draxler als Kapitän reingekommen und macht hier das Elfmeter-Tor. Wunderbar. Das heißt, wir sind Herbstmeister mit einem Punkt Unterschied. Wir gehen in den Nachbericht. Wunderbares Spiel. Wunderbar. Also wir haben uns sehr, sehr gut zurückgekämpft, muss man sagen. Die Einwechslungen waren auch gut. Auf jeden Fall besser als die Leute, die rausgegangen sind. Statistisch war das auch auf unserer Seite. Also wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Hertha mit 2 Schüssen aufs Tor. 2 sind reingegangen. Also das Ergebnis ist knapper, als das Spiel dann im letzten Endes war. Wir sind trotzdem Herbstmeister mit der zweitbesten Chancenverwertung der Liga. Aktuell Stimmen zum Spiel. Los Yurukai sagt, wir sind natürlich einerseits enttäuscht, dass es nicht zur Sensation gereicht hat. Wir waren ganz dicht dran. Auf der anderen Seite können wir stolz sein, dass wir so eine tolle Leistung abrufen konnten gegen eine nicht so schlechte Mannschaft. Sie haben keinen schlechten Fußball gespielt. Ja, wir waren sogar besser. Fußball ist wie Eiskunstlauf, sagt Manager. Ich, wer die meisten Tore schießt, der gewinnt richtig. So funktioniert der Fußball. Keiner in der Mannschaft der Woche, obwohl es Oliver Torres eigentlich jede Woche verdient hat. Teamleistung waren wir heute nicht ganz so gut. Die Hertha sogar ein bisschen besser. Oder wir waren sogar notengleich mit der Hertha. Beste Spieler Dadaschow hat heute leider nicht getroffen. Sonst hätte er sogar noch vielleicht Timo Werner überholen können. Leider. Leider. Er hatte es auf dem Schlappen. Er hatte seinen Torschützenkönig zur Winterpause auf dem Schlappen. Hätte nicht sein sollen. Wir sind wieder Herbstmeister. Das 4. Mal in Folge. Und das spricht schon wieder sehr, sehr viel. Oder das spricht schon wieder Bände. Letztes Jahr Dortmund Meister geworden dann im Endeffekt. Wir müssen mal schauen. Wir sind ja sehr, sehr dominant, was die Meisterschaft angeht. Schon seit der 2. Saison. Da sind wir ja überraschenderweise Meister geworden.
Und ja, seitdem sind wir im Meisterrennen sehr, sehr präsent. Wir müssen mal schauen. Dortmund ist uns wieder echt am Hintern, genauso wie Bayern und genauso wie Wolfsburg. Ja, die sind uns alle richtig, richtig knapp am Hintern. Und das sagt momentan noch überhaupt nichts, was das Meisterschaftsrennen angeht. Aber wir sind natürlich guter Dinge jetzt auch dadurch, dass wir hier sehr, sehr gut unterwegs sind. Ne? Dupont als Sechster, als Senkrechtstarter, Stärke von einer 85, nur eine 83 als linker Mittelfeldspieler, als Linksverteidiger, machen wir aber alles gut. So Leute, dann würde ich sagen, grandiose Weihnachtsfeier ist es geworden. Wir sind überall noch im Rennen. Sonnenberg verkaufen wir mal noch nicht. Und ja, wir werden keine Transfers großartig machen, würde ich sagen. Schreibt mir nur mal bitte, oh Gott, was ist denn mit der Form los, ey? Das ist ja schrecklich zur Winterpause. Da müssen wir auf jeden Fall das ein oder andere Freundschaftsspiel machen, dass die Form wieder besser wird. Werden wir sowieso machen. Wir werden, denke ich, auch noch in ein Wintertrainingslager fahren. Das werde ich dann aber mal gucken, vielleicht nach Brisbane Abbey oder so oder nach Honolulu oder was auch immer. Werden wir mal schauen, was wir da im Winter so machen oder nach Doha oder mein Bruder sagte mir, dass er eins irgendwo hier in Sylt, glaube ich, präferiert. Ich glaube, Sylt ist ein sehr, sehr gutes Trainingslager. Vielleicht fahren wir auch mal nach Sylt. Schauen wir, ja, was wir da machen im Winter. Wir werden auf jeden Fall ein Trainingslager fahren. Wir werden, denke ich, keinen Stream machen, weil das lohnt sich einfach nicht. Das wären 10 Minuten. Sollen wir Sky verkaufen? Ja, nein. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Ich werde mal gucken, was wir im Winter alles so machen. Und sonst sehen wir uns wieder zur nächsten Folge, dann denke ich schon nächste Woche. Dann werde ich die Winterpause komplett skippen. Sehen wir uns wieder nächste Woche zum ersten Spiel der Hinrunde gegen Bayer 04 Leverkusen. In einem Derby haben wir 3:1 gewonnen im Hinspiel. Wird, glaube ich, ein gutes. Und dann natürlich mit dem ersten Highlight gegen Meuselwitz im Pokal. Ich bin gehypt. Und gegen City in der Champions League. Wir sind überall noch dabei. Sehr, sehr gute Hinrunde. Herbstmeister geworden. Wir sind überall im Ziel oder im Soll. Ja? Wir überwintern in der Champions League. Wir überwintern im DFB-Pokal. Sind Herbstmeister geworden. Ich glaube, besser kann man es nicht machen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf die Mannschaft und wir gehen weiter und sehen uns wieder am Montag dann gegen Leverkusen. Schreibt es mir in die Kommentare. Sky verkaufen, ja, nein. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.